Hallihallöchen, Leute, willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe jetzt den letzten Ark in Ballo fertig. Habe auch unsere Sachen hier wieder fertig. Habe wieder so eine Axt gemacht. Und die Hose. Und wie gesagt, der letzte Ark in Ballo. Ist hier im Platz 10 gekommen, was ich leider festgestellt habe, dass die Werteberechnung aber doch nicht stimmt. Wir haben jetzt hier deutlich mehr verbraucht für so eine Kohle, aber es schien für doch recht viel zu halten. Und wir haben jetzt hier gut Charcoal. Haben hier schon wieder einen Aspekt. Könnten prinzipiell jetzt oben davon noch mehr zerlegen, aber ich möchte heute halt nicht vor allen Dingen erstmal weiter forschen. Und ich weiß noch was, was mir fehlt. Papier. Das sollte ich ganz dringend wieder mehr holen. Der Punkt dabei ist, dass wenn wir Papier im Inventar haben und etwas untersuchen, bekommen wir dafür, haben wir eine Chance, das kann ich mal schaffen, dass wir eine kostenlose Research Note bekommen, in dem schon ein bisschen was entdeckt ist. Und das ist natürlich praktisch. Ach, da ist noch gar nichts wieder. Schade. Ich habe aber noch ein bisschen was hier drin. Ich wollte eben fix schauen, kann ich. Ja, ich kann Papier daraus machen. Ich kann es aber nirgendwo herbekommen. Und habe da auch nichts mehr. Doch, 5 Stück haben wir noch. Wow, cool. Gibt es ja eine Alternative? Nee. Man kann es da wieder zurückbekommen, aber ansonsten. Ist das alles, was ich habe, um an Papier zu kommen? Das will mich meine Nase gerade ärgern, aber der Tee schmeckt dafür sehr gut. So, dann gehen wir auch. Ich kann nämlich, glaube ich, den Arcane Ballo selbst noch analysieren. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Euch hatte ich ja schon mal bei Arcane Jars. Oh, Jars kann ich mal noch mal probieren, genau. Sind leider alle gleich, aber immerhin. Das glaube ich nichts. Nee, ja. Plump, das hat mal einen guten Satz von Dingen gegeben. So, dann schauen wir mal weiter. Es gibt ja noch ein paar Sachen, die ich haben will. Ich hoffe jetzt zuallererst mal mit Feuer. Pickaxe of the Core interessiert mich eigentlich nicht so und sieht auch nicht gerade toll zu machen aus. Ja, direkt mal beiseite. Gucken wir mal, wahrscheinlich wird Magie irgendwo ganz viel eine Rolle spielen. Quarz Wand Core, das ist doch interessant. Was könnte da denn nochmal mit drin sein? Ich habe natürlich auch vergessen, was in Quarz noch drin war. Das ist aber mit drin. Das sieht doch damit schon mal ganz gut aus. Muss noch einer mit rein. Da ist noch einer davon. Ich glaube, er muss da mit rein. Hier 5, so. Du kommst dahin. Ah, Ink Sack schon wieder leer. Wir wollen halt auch immer ein volles Scribing-Tool haben, wie dem. Gerade wenn wir Papier-Scribing-Tool haben, können wir so einen Aspekt bekommen. So, hier ist der letzte. Jetzt fehlt uns noch bisher genau einer. Ups, den habe ich wieder ausgemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, das war auch der falsche, den wir dahin bewegt haben. Der sah sich sehr, sah dem sehr ähnlich so. Das ist noch genau ein Punkt. Jetzt die Frage, was wird das wohl sein? Ha, Ordo ist es, okay. Blink, wir haben es. Quartz Wand Core. Wofür ist der wohl gut? Achso, Ordo, ja. Klar. Das ist auf jeden Fall, dass Ordo da beteiligt ist. Was sagt Magie uns denn noch so? Master Note Tapping, das ist interessant, aber sieht auch unheimlich schwer aus. Da weiß ich, dass 4 Stück drin beteiligt sind. Und der ist nämlich mit drin und den Auram haben wir nicht mehr. Wurde aus AR und Magie selbst kombiniert. Und damit sieht das doch auch schon besser aus. Die geben uns nämlich auch jedes Mal 4. Aber wie gesagt, es sind halt auch 4 Dinge drin beteiligt.
Das weiß ich. Ich weiß aber nicht, welche sonst. So, den hätten wir soweit schon mal. Du siehst aus, als würdest du dazugehören. Und du bist wohl auch noch so einer. Und hier oben sind es die. Müsste aber machbar sein. Wir müssen hier nur mal ein bisschen was wegräumen. Und herausfinden, wo die letzten von denen, die wir brauchen, sind. Da ist noch einer. Und irgendwo müsste noch so einer sein. Da sehe ich noch welche. Und jetzt die Frage, welcher genau ist passend? Aha. Oh, wir kriegen sogar 5 Stück davon. Das ist ja krass. So, dann haben wir das nämlich auch schon fertig. Master Note Tapping, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Master Note Tapping. Dreimal schneller, sehr schön. Und ich hätte jetzt hier Note Preserver auch gerne noch. Vielleicht kriegen wir das ja, wenn wir dann nochmal weitermachen. Silverwood One Core, okay, ist auch interessant. Grob so eine Idee, wo wir lang können. Ein paar Sachen ausprobieren, die da irgendwie beteiligt sein könnten. Certa Silverwood verspricht ja eigentlich schon quasi, dass Baum drin ist, ja. Herber oder Terra vielleicht. Falls wir irgendwo hier noch Terra haben, sogar recht viel von. Probieren wir das doch mal. Ich hätte so vorher ein paar rote Heringe gehabt, um das hier ein bisschen freier zu bekommen, aber naja. So, das Symbol ist das, was wir nutzen können. Und du bist nicht das passende Du, aber prinzipiell. Und dich müssen wir noch ein bisschen darüber schieben, damit ihr euch da nicht verbindet. Auf keinen Fall. Du gehörst auch dazu. Skyrim tut schon wieder leer. Genau. Was habe ich denn da jetzt wo platziert? Ich muss das mal wieder anmachen. Sehr schön. Der ist damit soweit prinzipiell richtig, wobei ich den gerne einen weiter da hätte. Für die Verbindung, um sicherzustellen, dass wir da sicher rüber können. Hier kommt man alle da weg hier. Das ist unser Magiesymbol. Hier behalten wir das Magiesymbol mal da, weil das ist ja schon richtig aufgehoben. Aber hier können wir noch welche hochholen. So, und irgendwo müsste es hier nochmal gewesen sein. Da. Magiesymbol aktivieren. Es wäre übrigens schön, wenn man an sich sehen könnte, welches davon gerade aktiv ist und welches nicht. Das wird das Leben viel einfacher machen. Silverwood Wand Core. Aha, hält bis zu 100. Ist sehr schön. Das ist doch gut. Da hätte ich jetzt eigentlich Lust, das mal auszuprobieren, ob wir schon noch Material dafür da haben. Dafür brauchen wir Ordo. Das müssten wir eigentlich noch haben. Und hierfür brauchen wir Tropie, was wir auch noch haben. Und da wird's jetzt teuer, ja. Ich lasse den da mal drin liegen und werde mir das dann einfach mal mit der Zeit zusammensammeln. Aber den müssen wir dafür quasi einmal komplett voll haben, um den nächsten besseren bekommen zu können. Kriegen das hier voll. Wir können auch einmal eben kurz runtergehen.
weil die Knoten sollten sich ja nicht komplett aufladen, was total, also nicht bis 50 Punkte aufladen, was für mich dann unpraktisch ist, aber es lohnt sich halt, dass wir, wenn wir nochmal einen größeren Wand haben, dass wir dann wesentlich, ich pack dich das jetzt mal aus, bevor ich mir gleich noch aus Versehen Zucker mache. Es lohnt sich, dass wir einfach mehr da speichern können. Dann muss ich so gesehen, beziehungsweise was heißt, muss ich, da kann ich mich zwischendurch hinstellen und einfach runtergehen und irgendwie mal basteln und, das war knapp. Wir haben da übrigens auch noch Knoten gefunden, irgendwo hier. Und da kriege ich netterweise Ordo raus, den wir dann gleich schon voll, fast voll haben. Dann fehlt mir nur noch dieses AR und da habe ich halt einen Knoten, der glaube ich bis zu maximal 10 Stück davon enthält. Was ein bisschen wenig ist für meinen Geschmack. Und vor allem, wo es auch dauert, bis wir da sind, weil das natürlich der allerhinterste ist. Ich habe mich extra mal noch umgeguckt an jeder Ecke, ob ich irgendwo vielleicht nochmal mehr Knoten irgendwo auftauchen sehe. Aber leider bisher nicht wirklich. Und sagen, Feuer haben wir voll. Das sieht zwar nicht so aus. Oben ist es über, sonst ist ein kleines Stück noch über, aber wir haben ihn voll. So. Da kommt mein AR her. 10 Punkte gibt mir das jeweils. Das heißt, ich musste noch einige Male runter. Und das heißt, ich renne auch nicht nach hinten bis zu dem Ordo, weil da kann ich besser einfach nochmal zu dem hier vorne rennen, wenn ich bis zum AR eh noch brauche. Ich werde mich da, wie gesagt, wahrscheinlich einfach mal hinstellen, wie wir das aufladen. 5 Minuten das Spiel zumachen, irgendwelche anderen Dinge mich drum kümmern, wieder reingucken, weiter aufladen. Funktioniert ganz gut bisher. Also die laden sich doch recht zügig auf. Ich brauche da irgendwann vernünftige oben. Und ich weiß, dass es da auch ein Device gibt, um die das Aufladen zu übernehmen, dass man sich dann nicht mal hinstellen muss, sondern dass das automatisch gemacht wird, was natürlich sehr, sehr praktisch wäre. So. Schwupp, 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 schwupp. So, und dann werden wir jetzt hier einfach mal wieder immer weiter warten, bis ich mir den Silverwood machen kann. Dass wir immerhin den besten Wand, den es bisher gibt, dann zur Verfügung haben. Wie gesagt, es soll halt später noch bessere Sachen geben. Das ist halt einfach noch nicht drin. Und ich wollte weiter forschen. Denn ich würde gerne weiter mit hier Magie arbeiten. Und Focus Excavation. Naja, ist jetzt nicht unbedingt so das, was mich brennend interessiert, aber man nimmt, was man bekommt. Weil das wahrscheinlich wieder die Rune für Magie ist. Nee, das ist diesmal die hier. Interessant. Mal sehen, ob wir das dort hinbekommen. Es könnte sein, dass das wieder ein zu kurz ist, so gesehen. Das war so, dass wir hier... Ja, geht sehr schön. Haben wir One Focus Excavation. War der letzte, der mir noch fehlte. Den ich zuerst machen will, wäre der hier. Material dafür müsste ich mittlerweile haben und nur mal die Geduld aufbringen, es zu machen. So. Damit bekommen wir nichts mehr. Okay. Damit auch nicht. Pickaxe of the Core haben wir ja schon mal angefangen. Da ist Senses also mit drin. Eis interessiert mich eigentlich nicht so momentan. Magical Hand Mirror. Ich will eigentlich was anderes haben. Ich glaube, ich werde mal einmal kurz mein schlaues Handy zur Rate ziehen. Das hier einfach unter meinem Tisch rumfliegt. Um da ein bisschen abzugucken. Um mir damit das Leben einen Tag leichter zu machen. Jetzt nicht ewig zu überlegen, was da wohl rein darf. Wenn ich denn hier die Liste wieder finde, die ich suche. Aha. Und zwar bräuchte ich dafür das hier. Und das kann ich auf der Verteilung auf jeden Fall schon mal vergessen. Und das wird nicht besser. Oder gibt das viele Dinge? Ah, das kann klappen, denn das andere ist auch rum.
Und wir hauen hier einfach mal alles, wovon wir viel haben oder wo ich mir denke, dass es irgendwie ansatzweise dazu passen könnte, durch. Damit wir hier so einen Hering bekommen. Ne? Kommt was vielleicht? Okay, dann müssen wir damit leben. Wo können wir dann am besten lang? Hier unten rum, würde ich sagen. Ja, du bist dann eigentlich schon gut positioniert, so. Vielleicht haben wir Glück. Ja, nee, Augen geht mir leider aus. So, der kommt da auf jeden Fall hin. Das heißt, wir holen uns hier schon mal die anderen Aurumknoten runter, um das weiter auszubauen. Den sichert es aber dahin, damit die Verbindung da auf jeden Fall klappt. Was war das Blaue? Senses. Oh, Senses ist mit drin. Ha! Hab ich gar nicht bemerkt, weil der eigentlich nämlich nicht mit in der Liste stand. Deswegen dachte ich auch, wir hätten vorhin gar keine Chance gehabt. Also, wie gesagt, das, was da in der Wiki drin steht, ist halt das, was die bisher kennen. Von, oder nicht mehr in der Wiki, im Forum, von einem, der daran einfach gebastelt hat. So, das sieht an sich soweit schon ganz gut aus. Wir aktivieren auch immer wieder und schwupp, wir haben es. Node Preserver. Und hier sehen wir es. Damit können wir quasi besser kontrollieren, wie viel wir rausziehen. Und wir werden immer einen drin lassen und ihn so nicht kaputt machen. Und das geht nicht mit Sachen aus normalem Holz und Eisen. Ja, Mensch, das ist ja kein Problem. Denn wir haben ja hier genug anderes jetzt zusammen. Ich will einmal kurz auf den nächsten. Mit drauf gucken. Um zu vermuten, was damit rein muss. Denn ich möchte jetzt hier Note in a Jar gerne haben. Und zwar. Ja. Der ist wieder drin. Der sollte drin sein. Wir aktivieren die auch schon mal. Permutatio und. Oh Gott, wo finde ich? Wir können auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen durchhauen. Für, dass da was rausgeht. Oh, Motus. Ich hätte irgendwie Mortus gelesen. Ja, da können wir prinzipiell schon rumgehen. Aber wir sollten halt hier irgendwie ein bisschen das Ganze effektiver machen. Und ich glaube fast, dass wir müssen uns mal ein bisschen AR zusammen kombinieren. So, den letzten verbraucht. Bis dahin kommen wir nämlich schon. Bis wohin muss ich denn? Da unten haben wir quasi einen übersprungen. Nee, so rum ist nicht. Wir müssen hier zwischen. So. Note in a Jar. Dann schauen wir mal. Ich weiß, so dass das geht, habe ich mir noch nie angeguckt. Wie? Oh Gott, wir brauchen auf jeden Fall den größeren, weil wir müssen nämlich hier 70 von jedem haben. Aha. Aha. Kann man also zusammenfassen. Während er drin ist, regeneriert er sie nicht. Kann auch nichts rausziehen, okay. Okay, das heißt, ich weiß im Endeffekt, was ich bis zum nächsten Mal machen will, nämlich ganz viel hiervon immer sammeln, um mir davon welche zusammenzubekommen und werde dann daran arbeiten, an der Fläche für Knoten, wo ich die hier hin platziere. Denn das ist doch noch ein bisschen klein, da können wir uns eigentlich schon mal dran machen. Da ein bisschen dran zu arbeiten. Auf jeden Fall kommen die Fackeln weg. Und bauen hier einfach mal ein Stück weit aus. Dann werde also wie gesagt, ich werde das da ein bisschen vorbereiten, dass ich mir die Knoten von unten hole. Das wird halt einfach Arbeit. Und das heißt praktisch gesehen, das wird vor allen Dingen Zeit kosten.
weil ich mich dann nur hinstellen muss, dann warten muss, bis ich genug AR habe, mich dann hinstellen muss und das halt in dem besseren Start machen muss, dann muss ich mich hinstellen und wieder sammeln, bis ich genug AR habe und von allen anderen auch, dass ich auf 70 Punkte komme. Ich meine, das Holz und das Glas wird jetzt nicht das Problem. Da machen wir halt dann eine Form um den drumherum und dann kann ich mir den quasi mitnehmen. Ich muss mir auch bei dem hier überlegen, ob ich den da so in der Mitte stehen lassen will, weil eigentlich hätte ich lieber gerne einen Halbkreis aus Knoten oder ob ich mir den lösche und vielleicht nochmal irgendwie durch ein bisschen anderen ersetze, wo er mit drin ist. Mal sehen. Also prinzipiell. Nee, nicht ganz richtig. So, auf der anderen Seite fangen wir auch schon mal an. Das wäre nämlich quasi die Stellen, auf die ich die Knoten dann platzieren wollen würde. Und das passt ziemlich genau, dass sich das hier wieder trifft. Da hätte ich bis zu 8 Stück hier, was natürlich eine nette Zahl ist. Ich hätte euch gerne, und ich weiß, dass ich irgendwo noch einen Nitor hatte. War nicht genug, das heißt, da bräuchten wir mal mehr. Für Nitor brauchte ich... Und ich finde die Alchemie-Sachen, ehrlich gesagt, mit dem Reinwerfen ein bisschen doof. Wir brauchen Potentia und Flux und müssen dann Glowstone reinwerfen. Und wir haben keinen Glowstone mehr hier, das heißt, da brauche ich sowieso neun. Außerdem brauchen wir dafür, nehmen wir wahrscheinlich die Holzkohle, weil die hat davon immer 2 Stück. Gleichzeitig brauchen wir auch Fackeln. Die haben aber immer nur einen, das heißt, ich brauche quasi den doppelten Amount an Fackeln. So, da passt zusammen. Hier habe ich noch 4 zu viel. Und dann brauche ich halt auch noch die passende Menge Glowstone. Ich glaube, dass dort quasi eine halbe Glowstone-Stack reicht. So. Das müsste funktionieren. Hoffentlich. Dann stellen wir uns mal hin. Machen hier das Wasser voll, bitte. Das boilt auch schon. Das heißt, wir tun hier rein dich und dich. Und das müsste mir jetzt eigentlich Nitor gegeben haben. Ja, hat es auch. Und leider auch ganz schön viel Flachs generiert. Weil halt irgendwie auch zum Teil... Den Nitor nicht entstanden ist, sondern nur noch Sachen da drin sind davon. Also, das funktioniert irgendwie noch nicht perfekt, aber wir haben jetzt immerhin 22 Nitor. Das löst sich dann weiter auf. Ach, das Victus kommt wahrscheinlich davon, wenn wir da draufstehen, dann geht das wahrscheinlich rein. Übrigens können die Blümchen hier eigentlich mal weg. Die waren ja noch davon, als ich hier Bienen züchten wollte. Das hat sich ja mittlerweile erledigt. Ich sollte den einmal da lassen. Das ist nach oben verpufft, das ist kein Problem. Ich kann übrigens auch mal schauen. Da wäre prinzipiell noch Reste drin. So, ich kann nicht zur Not aufeinander stellen. Das ist ganz knuffig. So, ihr seid damit erstmal wieder leer. Mit die zusammengehören übereinander. Ich packe da noch keine neuen hin, weil ich weiß ja nicht, was ich da als nächstes reintue. Ob ich da nicht vielleicht welche von denen wieder hinstellen will. Und hier mache ich einfach so, dass ich die Chiseled Stone Bricks nehme, um da Licht drauf zu setzen. Ich überlege, ob ich hier vielleicht auch irgendwie, du bist falsch, noch eine Umrandung bauen will oder sowas. Da würde ich mich wahrscheinlich bis zum nächsten Mal einfach ein bisschen austoben. Jetzt brauche ich, glaube ich, hiervon gar nichts mehr. Wir gehen wieder runter zu meinem AR. Oder R. Wahrscheinlich wird das AR sogar gesprochen.
weil das sind ja an die lateinischen Sachen angelegt und da wurde AE als Ei ausgesprochen. Zum Beispiel hieß, also das, den wir als Gaius Iulius Caesar kennen, um noch ein bisschen auszuholen, der hieß eigentlich nicht Gaius Iulius Caesar, sondern das wurde damals Kaiser ausgesprochen. Das C sprach man, hatte auch war gleichzeitig auch ein K. Also konnte halt als K oder als C ausgesprochen werden, je nach Verwendungsstelle. Und das AE wurde halt nicht also wir kennen es heutzutage als Ä, weil wir es halt aus dem von den Engländern übernehmen, also aus dem Englischen, wo ja AE als Schreibweise für Ä genutzt wird, weil die kein Ä selbst haben. Und daher ist halt lange Jahre der Konsens gewesen, dass im Lateinischen das AE als Ä ausgesprochen wird. Und dementsprechend hat man halt gesagt, so der heißt Cäsar. Das stimmt aber nicht, der hieß damals schon Kaiser. Und da, also der Titel war Kaiser. Und daher kommt auch das, dass man Kaiser als höchsten Titel im Heiligen Römischen Reich übernommen hat. Und veranrechnet er, weil Kaiser das halt damals schon der höchste Ehrentitel war. Und Gaius Iulius war halt der Erste, der sich den damals geholt hat. Man muss dann zu seinem Namen vielleicht noch dazu sagen, Julius war die Angabe zur Familie. Und wenn Gaius sein Vorname war, und also ich glaube, Gaius könnte auch da zusammenhängen, dass er sich den dadurch verdient hat, dass er Gallien erobert hat. Da wäre ich mir nicht mehr bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber Julius ist auf jeden Fall der Familienname, weil er von den Juliern kam. Da, um noch mal ein bisschen auszuholen, dann haben wir jetzt aber auch genug. Ich werde hier, wie gesagt, mein Stäbchen vollsaugen, das nächste Stäbchen machen und mir Knoten sammeln. Und ja, damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.